Hallo? Können wir auch die Dinger hier? Nö, natürlich nicht. Es sind ja nur riesige Steine. Warum soll ich auch die kloppen können? Da, wo es sich lohnen würde. Hm. Okay. Gut. Keine Ahnung, was es bringt. Wir haben es einfach mal gemacht. Hotte Hü haben wir ja auch nicht dabei. Ich gehe mal kurz auf die andere Seite zur Abenteurergilde. Wir können uns gerade eh keine neuen Waffen leisten, aber vielleicht können wir trotzdem mal nachfragen, was so los ist. What is the happening right now? Hallo. So. Wir haben momentan... Warte mal. Obsidian Edge. 30 bis 45 minus 1. 30 bis 45. Vier Defense. Lalala. Ich glaube, unsere Boots sind besser als das, was wir hier kriegen. Wow. Wow. Aber plus 3 Gewicht, was immer das heißt. Ich habe keine Ahnung. Wird man da langsam aber bei plus 3 Gewicht? Nice. Ich will es haben. Ich will das haben. 25.000. Ich kann mir sowieso gerade nichts leisten, das weiß ich selber. Ich überlege gerade nur, wo ich 25.000 herkriege. Selbst wenn ich jetzt alles verkaufe, aber ich verkaufe jetzt noch gar nichts. Ich verkaufe jetzt noch gar nichts. Das hier hat plus 4 Speed, was vielleicht auch geil ist. Ja, das können wir uns leider erst im Frühling holen. Wir müssen im Winter überleben. Denn im Frühling holen wir uns erstmal, wir sparen erstmal das, was wir verkaufen. Was wir jetzt vom Winter verkaufen, das brauchen wir für den Frühling, um neues Saatgut zu holen. Wenn wir das dann haben, wenn wir die Saat verkaufen, dann können wir uns das locker leisten. Wir haben nichts dabei. Die Angel ist nicht dabei. Wir müssen eh neue Saplings holen. Ich glaube, es wird noch dauern, bis wir die Höhle in der Wüste nochmal wieder aufsuchen. Das wird noch ein bisschen dauern. Das wird noch ein bisschen dauern. Was wir bis dahin machen, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Im Grunde genommen... Im Grunde genommen das, was wir sonst auch mal machen, oder? Sowas hier. Würde ich mal vermuten. So, 3. Das juckle ich mir mal ganz kurz zurecht. So, zack, zack, huch, das nehme ich mit. Da unten haben wir auch noch ein bisschen Hardwood hier unten. Yeah, komm schon, 10 waren es oder 8? 8 waren es, okay, nicht 10. Entschuldigung, hab das alles nicht mehr so in der Übersicht. So, dann haue ich hier erstmal ein paar Bäume. Das können wir machen. Wir können den Winter gut nutzen, um wieder Vorräte aufzufüllen. Wir können auch ein bisschen Land rumreisen. Wir können auch ein bisschen im Land rumreisen und dann quasi da die Bäume ein bisschen malträtieren. So, 17 Uhr. Im Winter wird es früher dunkel. Kennen wir ja. So, zack. Die Bäume fallen jetzt viel schneller als vorher. Das finde ich sehr, sehr gut. So, Holz brauchen wir eh wieder. Wir haben ganz viel Holz verbraten für die Sachen. So. So und so. Gut, dann haben wir das. Den Baum sollten wir in die andere Richtung fällen, denn ich möchte nämlich nicht, dass die ins Wasser fallen. Das möchte ich nicht, das wäre schade. Die kleinen Dinger nehme ich auch mit. Wollte ich die Bäume lassen? Nee, ne? Ich wollte hier noch ganz viel freiräumen. Ja, machen wir das mal. Und da hier momentan sowieso kein Gras wächst, können wir das easy machen. Oh, unsere Energie ist nicht mehr so fit. So, dann würde ich sagen, wir hauen uns mal ganz kurz... Na, Käse nicht, wir hauen uns mal die Omelettes rein. Das gibt Energie. Yeah, und noch ein Omelett. Hm, 2 Omelettes. Oh Mann, ich bin so neidisch. Ich will auch Omelett. Ich will auch Omelett. Okay. Dann hier. Das nehmen wir auch mit. Das nehmen wir auch mit. Und dann geht's hier weiter mit den Bäumen. Solange wir noch ein bisschen Tinte auf dem Füller haben hier, können wir noch ein bisschen aktiv werden. So.
und uns ein bisschen durch den Wald häkeln. So. Einfach alles mitnehmen. Wir müssen ja sowieso erstmal, müssen wir sowieso die Felder noch freiräumen hier alles, also alles ein bisschen unter Kontrolle bringen. Das müssen wir sowieso machen, das bleibt nicht aus. Ob wir das jetzt machen oder später. Und andererseits, da war nicht mehr in die Höhle, also ich will erstmal nicht mehr in die Höhle. Da, ganz ehrlich, oh, wir hatten sogar Iridium wieder gefunden. Aber ich glaube, das wird später noch wesentlich einfacher werden. Ich glaube, es macht momentan noch wenig Sinn, da irgendwie reinzugehen. Ich glaube, das wird später einfach noch viel einfacher werden, als wenn wir uns jetzt da durchkrepeln, womöglich wieder und wieder sterben. Das möchte ich gar nicht. So. Das zweite Mal, dass wir jetzt gestorben sind im Spiel. Also nicht gestorben, aber halt umgefallen. Ne? Man stirbt ja nicht wirklich. Aber man fällt halt um. Das zweite Mal. Das geht so nicht. Ich will ein Omelette. Ich will ein lecker Omelette. Wo kriege ich jetzt ein Omelette her? Ich habe noch nichts gegessen. Noch nicht mal gefrühstückt. Und jetzt muss ich die ganze Zeit daran denken, an so ein lecker Omelette. So, warte. Jetzt mache ich erstmal weg. Dann machen wir da erstmal weg. Dann mache ich da den Baum weg. So. Ich habe das Gefühl, mit der Goldspitzhacke arbeiten wir uns, mit Goldspitzhacke und mit Goldaxt arbeiten wir uns hier viel besser durch die Felder, also durch alles eigentlich durch. Ich frage mich, also Iridium, das wäre noch was mit Iridium, oh, das wäre ein Träumchen. Da träume ich ja, apropos Träumchen, da werde ich von träumen. So, zack. Freiräumen. Wir haben die Farm bald sauber, das ist natürlich das Tolle. Ehrlich gesagt, ich glaube... Hallo? Achso. Hat dich umgestellt. Ehrlich gesagt, das Ding hier würde ich auch gerne mal... Das würde ich auch gerne wieder umholzen. Und die Bäume vielleicht kontrolliert. Ne? Da würde ich, glaube ich... müssen wir mal schauen. So. So, das kommt hier auch alles weg. Bis 22 Uhr. Naja, ein bisschen sind wir noch dabei. Flups. Ich mache das kleine Gekröse hier auch noch weg. Ich weiß nicht genau, wie lange die Energie noch hält. Ich glaube, für einen Baum reicht die noch. Für diesen hier reicht die, glaube ich, noch. So. Das geht. Und wir haben 546 Holz. Ein Traum. 161 Stein. Dann haben wir wieder ein bisschen was gesammelt. 8 Hartmut haben wir nur gesammelt, leider. Achso. Ich will hier mal rauszoomen ab und zu. Wo habe ich denn das Pferd? Da. Alter, wir haben gut was weggeräumt hier, oder? Also es ist natürlich noch gut was da, aber wir haben echt gut was weggeräumt. Finde ich ganz formidabel, also wird langsam. Das wird langsam, okay. Den Zossen packen wir natürlich erstmal in ein Ställchen. Und wir müssen selber gleich schlafen gehen, keine Energie mehr. Holz, 664, das gefällt mir sehr gut. Hardwood, wir müssen dringend noch Hardwood farmen, unbedingt sogar. Wenn wir hier Zäune bauen wollen, dann sollten wir den... auf jeden Fall ein bisschen farmen. Eine Geode. Ist ein Traum. Kohle. Ja, bisschen Eisen. Was willst du machen? So, die Geode packe ich da rein. Das Eisen und so, das mache ich mal gerade nicht. Bevor wir schlafen gehen. Komm, das Pferd lassen wir mal in Ruhe ruhen. Bevor wir schlafen gehen, gehe ich nochmal ganz kurz eben bei den Kühen vorbei. Ja, ich weiß, es wird spät. Wir schaffen es aber noch vor 2 ins Bett. So. Gut, der Käse ist nämlich hier fertig. Er ist fertig. Und hier oben auch. So. So. Hallo. Achso, ich bin immer verwirrt, wenn das plötzlich da oben steht. Dann die Käsereien haben wir da nach unten gepackt. Eigentlich müssen wir die Truhe auch nach unten stellen, ehrlich gesagt. Bin ich doof? Ich wollte das genau umgekehrt machen. Ich wollte so rum. So. Zack, 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 zack. So, dann haben wir morgen früh nämlich auch wieder lecker Käse. Dim, 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 dim. Lecker, lecker Käse. Eine Polonaise. Und jetzt aber schnell ins Bett. Ich glaube, unsere Energie wird eh nicht mehr auffrischen. Ich glaube, nach 1, ne? Wenn man nach 1 schlafen geht, dann frischt die Energie nicht mehr komplett auf. Egal. Na gut. Dann wollen wir mal. So, gute Nacht. Hallo? Gute Nacht. Ach ja, wir hatten ein bisschen Wein verkauft. 1755, das ist nicht wenig, da freue ich mich. So. Der 15. Winter.
Also der 15. des Winters, nicht der 15. Winter. Entschuldigung. So, Living of the Land. Let's talk Geodes. Ja, Geode kennen wir schon. Das ist nichts Neues. Fortune Teller. Neutral. Das nächste Mal gehen wir in die Mine, wenn wir wirklich viel Glück haben. Ne, das nächste Mal, wenn der Fortune Teller sagt, heute viel Glück, dann gehen wir erst in die Mine, nicht vorher. So, Energie ist nicht ganz voll. Oh, ich liebe es, wenn es schneit. Ich liebe, liebe, liebe es. Ah, ist das schön. So. Nur drei Eier, die Damen? Nur drei Eier? Ganz ehrlich. Ich glaube, wir sollten die Mayonnaise verkaufen. Ich glaube, ich sollte da nicht irgendwie... Also die Mayonnaise... Natürlich braucht man die für Gerichte zum Kochen irgendwie, aber momentan sollte man die vielleicht einfach verkaufen, weil... Erstens können wir die Kohle gebrauchen und zweitens werden wir immer noch Mayonnaise machen können, wenn wir Gerichte machen oder so. So, Käse! Yeah! Huch! Acht Käse haben wir wieder. Wir sind fast wieder am Start. Hier nochmal ganz kurz zärtlich die Euter streicheln. Lass mich dann Euter streicheln. So liebreizend. So, den Eimer nehmen wir noch mit. Und jetzt wird gemolken, die Damen. Hallo. Oh. Vorsicht, kalte Finger. Drüsi hat leider keine Milch. Oh, schade. Vorsicht, kalte Finger. Kalte Finger. Ah, das gefällt dir also mit den kalten Fingern. Na gut. Oh. Ah, das ist schon wieder... Hä? Die Drüse, die drängt sich immer vor, die will gemolken werden, ist aber schon längst leer. Drüsi, was ist los mit dir? Oh. Entschuldigung, die Damen, es tut mir leid. Und den Eimer muss ich wieder weglegen. Und ich muss die Kiste hier mal wegstellen. Ehrlich gesagt, kann ich das jetzt mitnehmen? Dann mache ich folgendes. So, die Kiste tue ich dann hier hin, ne? Kommt der Eimer da hin? So. Drüsi, lass dich melken. Meine Finger werden welken. Was? Ich habe keine Ahnung. Ja, ist nichts passiert. Ah, ist ja nicht so viel. Eisen. 10, wir haben noch 10. Ah ne, jetzt haben wir wieder 19 Kohle. Kupfer, Gold. Ja, Eisen. Ich weiß nicht genau, was das. Wir können natürlich Eisen zu Gold transmutieren, aber Ich hoffe, wir können später auch Gold zu Iridium transmutieren. Das wäre natürlich toll. Dann schmeißen wir erstmal wieder ein paar. Ach, ich kann nur 2 Goldbarren. Das war's. Nein! Halt, was machst du denn hier? Ja, was soll's. Was wir machen können, das machen wir. Zack. So. Ansonsten habe ich gerade nix. Wir können ein bisschen rumgüntern heute. Oder heute ist ein guter Tag zum Güntern. Oder. Hier ist ja eh alles. I've scared of one crow. Das ist ja cool. Oh, 2 Krähen schon abgelenkt. Abgedingenst. 13 Krähen. Krass. 3 Krähen. Ist ja irgendwie cool, dass die mitzählt. Das finde ich ja irgendwie gut. So. Andererseits, was wir heute auch machen könnten. Ah ja, Günther. Ja, Blacksmith, das machen wir. Wir sammeln erstmal ein bisschen, ne? Also, ich guck mal ganz kurz. Sonst fahren wir nichts für Günther. Ja, ein bisschen rumgüntern lohnt sich heute eigentlich gar nicht. Ja, die Glass Shards, mehr haben wir die nicht für die natürlich nicht. Zu Abigail. Ganz ehrlich, weißt du was? Ich will trotzdem nicht aufhören, unserer lieben Freundin Abigail Geschenke zu machen. Ich mag das irgendwie. Ich weiß nicht warum. Auch wenn es natürlich nur lumpige Kürbisse sind. Halt, ein Kürbis muss... Ne, 2 Kürbisse. So. Dann gehen wir mal zu Abigail, Abigail, Abigail. Gleich gehen wir dahin. So, heute nehme ich mal das Pferd, nicht die Mine.
Also nicht die Minenkutsche, sondern aber das Pferd. Abigail! Oh, schön, Abigail! Bist du da? Abigail! Ich bin's, der Typ, der... Ah! Abby! Abby, guck mal hier! Atmen! 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 Ich überventiliere! Das ist der schönste Kürbis, den ich je gesehen habe! Oh Gott! Oh Gott! Bitte heirate mich! Bitte heirate mich! Nie zuvor hat jemand mir einen schöneren Kürbis geschenkt! Oh Gott! Ich muss mich hinsetzen! Ich muss mich hinsetzen! Warte kurz! So, ist immer schön! Ist immer schön! So! Ist übrigens kalt! Aber ich mag es, ein Snowgoon. Oh, ein Snowgoon zu bauen. Oh, ein Snowgoon. Das ist kein Zufall. Ich bin ein Shogun und sie ist ein Snowgoon. Sie baut gerne Snowgoon. Also, verstehst du? Shogun. The Warrior. Okay. Ihr wogender Busen bebte erneut, ob unseres Geschenkes. Und das ist natürlich alles, was wir wollen. So. Also jetzt nicht wogenden Busen, sondern dass sie sich freut. Ich möchte das vielleicht nochmal klarstellen, ja? Nicht, dass es da irgendwie... So. Achso, wir wollten ja noch rumgüntern. Bevor wir angeln gehen, güntern wir ein bisschen. Günther, 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 Günther. Es ist der Günther. Wintergünther. Hey, Günni. Bitte gib mir jetzt mal ein Geschenk. Es wird Zeit. Guck mal, Glass Shards, die sind mega selten. Immer noch nix. Alter, du bist so ein Penner, Günther. Arsch, Günther. Kack, Günther. Dreckiger Günther. Secrets of the legendary fish. Fishermen speak of five rare and unique fish that can only be caught by skilled anglers. Once caught, they will never appear again. The crimson fish lives in the warm ocean waters of summer. It's been sighted on the far eastern side of the beach. The glacier fish, which only appears in winter. Das sollte man uns aufschreiben, oder? Das sollten wir uns aufschreiben. Crimson Fish, Sommer. So, warte. Fisch. Sommer. Far East Beach. Far East Beach. So, und jetzt Glacier Fish. Winter. Winter. Can be caught off the southern tip of Arrowhead Island. Was? In Cindershep Forest? Was? 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 Southern Tip Arrowhead. Southern Tip of Arrowhead Island. Island. Well, river meets ocean. Oh Gott, das werde ich doch niemals finden. Anglerfisch. Herbst. Herbst. North of town, where the river flows down from the mountains. Nördlicher Stadt, river flows down from the mountains. So, Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz aufschreiben, das ist wichtig. Strange twisted fish in the sewer. So. The final fish of a species never before caught is known simply as legend. It's rumored that he lives in a log submerged in the mountain lake and only ventures out on rainy spring days to nibble at the frog's eggs. Only the most skilled fishermen can hope to catch this one. Legend. Also im Frühling, ne?
Frühling, Regen. Bei Regen in a Loch submerged in the mountain lake. Mountain Lake. Rainy Spring Days. Okay, tags, nicht nachts wahrscheinlich. So, ich hoffe, dann haben wir alles. Heieiei. So, ich hoffe, dann haben wir alles aufgeschrieben. Wuppdi, schwuppdi. Der Captain meldet sich zurück zum Dienst. Oh, Entschuldigung, ich wollte auf den Gaul. Habe ich ihm erstmal mein Schwert gezeigt. Und heute wollte ich den Tag nutzen. Hey, Langhaar, du alter Bombenleger. Dann wollten wir mal ganz kurz. Ja, genau, spring. Was macht er denn da? Springt hinter das Pferd. So, mit dem Pferd auf den Steg reiten. Oh, die lasse ich sitzen. Die mag ich. So, hier ist nichts gefroren. Ich gehe mal ganz kurz gucken. Können wir uns eine neue Angel holen eigentlich? Hallo. Ein Krabbenpott. Die wollte ich ja. Stimmt, die wollten wir auch noch ausprobieren. Trout zu Bamboo Bone. Nein, können wir nicht. Schmoll. Na gut, was soll's. Wir werden so verkacken jetzt. Jetzt werden wir so verkacken. Okay. Yay! Ein Red Mullet! Freue ich mich. Red Mullet. Keine Ahnung, was das ist. Aber wir nehmen es einfach mal mit. Und wir fischen natürlich, um unsere Fishing-Skills ein bisschen zu üben. Einerseits natürlich können wir mit Fischen auch lecker Essen machen, aber andererseits vor allen Dingen auch zum Üben. Ein Sardine! Wir brauchen noch eine Sardine, da können wir ein Gericht draus machen. Irgendwer wollte eine Sardine haben, um sich auf den Kopf zu reiben, aber ich glaube, das ist schon vorbei. Das war eine Quest, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Wow! Bleib mal geschmeidig! So, Red Mullet, 17 Inches. Bitches. So, Entschuldigung. Okay. Dann, wir werden heute den ganzen Tag angeln. Es wird sehr unspannend werden. So, es sei denn, man angelt selber, dann ist es doch ein bisschen spannender. Wow, wow. So, Red Mullet. Hui. Die Fische sollten wir auch mal verkaufen eigentlich. Ich würde gerne mal was wissen. Wenn wir jetzt an anderen Plätzen angeln gehen, gibt es da auch andere Fische? Wenn ich jetzt zum Beispiel nach rechts zu diesen komischen Inseln gehe, hier finden wir immer Red Mullet und ein Sea Cucumber. Eine Seegurke. Großartig. Leckere Seegurken, das sieht aber schön. Oh, da müssen wir mal angeln. Hier so. Mach ich gleich. Warte. Ja, hau raus den Lachs. Ach so. Ich wollte gleich wieder loslegen, aber der bleibt einfach am Boden. Das wäre der einfachste Fang überhaupt gewesen. Ich muss nichts machen. Hätte ich mal am Anfang... Oh, ein Hering! A Red Herring! Erinnert mich so ein bisschen an Monkey Island. Da unten kann ich nicht hinangeln, ne? Nein, da unten. Da kommen wir leider nicht hin. So. Na komm. Angel-Ed, Junge. Angel-Ed. Ah, fast wäre es perfekt gewesen. Schade. Und eine Seegurke. Yeah. Da komme ich überhaupt nicht hin. Schade. Na komm. Ja, großartig. Hat sich richtig gelohnt, das Pferd wegzuparken, um da irgendwas zu angeln. Das hat ja richtig gut funktioniert. Mist! Willst du mich verarschen? Das eine Mal? So eine Nanosekunde? Oder war es nicht mehr perfekt? Alter, wie gemein. Hering! Den Hering haben wir. Ich reite mal ganz kurz rüber und will mal austesten eben lalalala, zum anderen Strand. Da können wir noch ein paar Dinger mitnehmen. Hier zum Beispiel eine schöne Muschel. Du hast aber eine schöne Muschel.
Scheiße, mir von selbst gewachsen. So, das nehmen wir hier auch mal mit. Ich weiß nicht genau, wenn wir jetzt hier, zack. Haben wir hier oben noch was zum Sammeln? Sammeln. Oh Mann, der Typ. Ich will, dass es regnet, aber es wird erst wieder im Frühling regnen. Im Winter schneit es nur. So, dann probieren wir es mal hier aus. Einfach mal testweise. Okay. Nein. Perfekt. Ja, perfekt. Hering. Wir sollten vielleicht mal gucken, wo wir welche Fische kriegen. Ich würde zum Beispiel auch gerne wissen, links da, also links, also westlich, wo die Maus da am Rumwohnen ist, die Hutmaus. Das sind ja auch so diese kleineren Inseln. Da kriegen wir bestimmt auch irgendwas, oder? Wow. 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 Okay, das ging so ab, da konnte ich gar nicht hinterherkommen. Das war doof. Ja, Moment. Na? Hut, Hut! Oh, großartig. Da wollte ich wieder loslegen. Blim. Eine Sardine! Die haben wir. Moment, Konzentration, Konzentration. Oh, ein Schatz. Oh, wieder 10 ekelhafte Glibberwürmer. Perfekt. Yeah, Red Mullet. 21er. 21er Red Mullet. Ich reite mal ganz kurz durch Nacht und Wind. Es ist der Vater, aber ohne Kind. Es ist der Vater, er hat noch kein Kind. Wett? Ist trotzdem der Vater. So, was für riesige Fische wir gerade gefangen haben. Das ist natürlich ein Traum. Wieso komme ich da nicht? Wieso geht denn das Pferd hier und da? Komm mal, okay. Ich möchte mal ganz kurz gucken, was passiert, wenn ich da drüben angeln gehe. Im anderen Screen quasi. Also jetzt nicht hier irgendwie hier so, sondern im anderen Screen quasi. Nur mal gucken, was passiert. Hey, die Kühe sind ja trotzdem draußen im Schnee. Das sind aber gemeine Kühe. Ich meine, die ist gemein zu ihren Kühen. Hier, diese Insel meine ich, ne? Diese Insel, da ist ja irgendwo, hier wohnt irgendwo die Hutmaus. Und ich würde gerne wissen, was passiert, wenn man hier angelt. Haben wir hier einen guten Angelplatz? Hier zum Beispiel am Flüsselein. So. Warte. Schmumpf. Okay, wir angeln sehr nah am Ufer, am anderen Ufer. Wir angeln sehr nah am anderen Ufer. Es wird bestimmt ein Barsch. Ein geiler Barsch wird es bestimmt. Huch, Mist. Ah, zu spät. Ich war ja vom Barsch abgelenkt. Dum, 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 dum. So, mal gucken, was wir hier kriegen. Na? Ah, schon wieder ein Perch. Okay. Ich glaube, der unterscheidet zwischen Flüssen und Dingens, ne? Der unterscheidet, glaube ich, zwischen Flüssen und Weltmeer. Ja, toll. Leck mich doch. Flüsse und Weltmeere. Wenn ich jetzt hier angle zum Beispiel, hier. Hier ist ein tieferes Gewässer. Oh, da oben, da blubbert's. Da will ich hin. Wir müssen dringend nochmal rumreiten. Da will ich hin. So, mal kurz gucken, was wir hier kriegen. Aha. Den Bodenschorsch, den können wir ja fangen. Perfekt, aber die Truhe kriegen wir nicht. Ein Chub, was immer das heißt. Ja, genau, wirf doch auf den Boden, Junge. To the max! Okay. Dann mach ich mal ganz kurz eben. Dum, 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 dum. Mal gucken, was wir hier noch fangen. Es ist 20 Uhr, ich will aber da oben die Blubbelblasen, die hätte ich gern. Ja, weißt du was, leck mich doch. Ich will die Blubbelblasen abchecken da oben. Ich glaube, das sind immer Schätze. Die Blubbelbläschen sind, glaube ich, immer Schätze, oder? Warte, ich guck mal eben. Hui. So, mitten Mang. Jetzt bin ich gespannt. Aha. Voll die Schätze. Was war's denn? Was? Also da oben ist ein Schatz, den kriegen wir aber gerade nicht. Was kriegen wir denn hier? Ein Perch. Irgendwas hatte da gerade vorhin... Also... Wow, wow, wow. Oh, oh, Alter, guck mal. Alter, wow. Der Fisch war umrandet. Der Fisch war umrandet. Das war irgend so ein Mega-Special-Ding. Glaube ich. Ich weiß es nicht genau.
Der hier ist auch umrandet. Okay, war kein Mega-Special-Ding. War ein Winterfisch wahrscheinlich einmal nur. Irgendwie sah der gerade anders aus. Aber vielleicht war der einfach nur schneller. Ein Bream. Ist ein American Bream. Hey, hey, Miss American Bream. Na, wirst du, hallo? Das ist doch bestimmt auch nur so ein Schorsch, den wir jetzt fangen. Ein Pike? Habe ich noch nie gefangen. Keine Ahnung, was das ist. Wir müssen aber langsam, achso, wir sind exhausted. Wir müssen gar nicht schlafen. Wir müssen aber mal was essen hier.